Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu, was haben wir denn jetzt, die viertvorletzte Ausgabe unseres Adventskalenders. Ist das nicht unglaublich, dass es jetzt schon fast Weihnachten ist? Ich muss euch ehrlich gestehen und ich, Gott sei Dank gucken meine Kinder nicht zu, ich bin noch überhaupt nicht fertig und weihnachtlich, muss ich ehrlich sagen. Dieses Jahr, dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist das alles total blockiert und läuft nicht so, wie ich das wünschte. Ja, es ist Zeit für einen Rückzug, eine Sackgasse. Was sollen wir dazu sagen? Lasst uns einfach akzeptieren, dass vielleicht in diesem Jahr alles etwas anders ist. Mensch, ja, der Winter, der Rückzug ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, wie es dir ganz persönlich geht, aber ich bin so hin und her gerissen zwischen, ich gehe gar nicht mehr raus in die Menschheit. Ich bin einfach hier zufrieden mit mir selbst und meinem Dasein und dem Gefühl, mich jetzt endlich mit anderen Menschen verbinden zu wollen. Also da schwanke ich wirklich hin und her. In Beziehungsfragen kann es ja auch ein gebrochenes Herz geben. Vielleicht hast du übers Wochenende weitere Erkenntnisse sammeln dürfen, dass manche Menschen nicht zu dir gehören. Oder du durftest erkennen, dass es Menschen gibt, die eventuell nicht daran interessiert sind, deine Liebe anzunehmen zum Beispiel. Das könnte auch hier mit der Sackgasse gemeint sein. Ja, könnte sein. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Vielleicht trägt auch jemand deine Vision von einem guten Leben nicht mit. Vielleicht musst du dich alleine auf dem Weg machen, deiner Vision zu folgen erstmal. Und wenn du dich auf den Weg gemacht hast, deiner Vision zu folgen, aus deinem Inneren heraus zu leben und das zu tun, was wirklich für dich das Richtige ist, dann werden sich dort auch die Kontakte einstellen, die notwendig sind und die du brauchst. Aber jetzt ist es anscheinend erstmal Zeit, nochmal nach innen zu gehen und zu gucken, was da in deinem Inneren wirklich los ist, damit du geheilt in die neue Situation gehen kannst. Weil, guck mal, diese Phase, die du jetzt vielleicht gerade noch erlebst, die du jetzt noch durchmachen musst, führt aber dahin. Es führt dahin, dass du die wahre Liebe finden kannst. Genau dann, in dem Moment, wenn du bereit dazu bist, dich wieder zu öffnen und wenn du bereit dazu bist, auch die Menschen loszulassen, die nicht deiner wahren Liebesschwingung entsprechen, die dich vielleicht mit deiner Vergangenheit verbinden und nicht mit deiner Zukunft. Es ist an der Zeit, sich mit Menschen zu verbinden, die zu deiner Zukunft gehören und nicht zu deiner Vergangenheit. Und das macht mich ganz traurig. Ich weiß nicht, ob ihr meine Stimme hören könnt, aber es ist wirklich schwierig manchmal, vor allen Dingen, wenn man mit einem offenen Herzen durch die Welt geht, einzusehen, dass man jemanden so sehr lieben kann, wie man möchte. Man wird trotzdem ihn nicht erreichen, wenn das Herz dieses Menschen mit einem fetten Vorhängeschloss versehen ist. Also bei mir ist es immer so, ich sehe mit dem Herzen die Menschen und deswegen übersehe ich leicht die Fehler der anderen Menschen, also Fehler in Anführungsstrichen der anderen Menschen, die negativen Eigenschaften vielleicht oder Eigenschaften, die mir dann wieder nicht guttun würden. Und dementsprechend bin ich immer sehr offen mit meinem Herz, aber es hat mich einfach schon komplett in die Scheiße reingeritten. Und auch das darf man sich vergeben, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Aber man kann hier auch lernen, dass es an der Zeit ist, sich aus Situationen immer wieder zurückzuziehen, um einfach in den Selbsterkenntnisprozess zu gehen. Und umso mehr du weißt, wann du in eine Sackgasse gerätst und wann es hier keinen Sinn mehr macht, dir irgendwie dein Herz brechen zu lassen von Menschen oder Personen oder meinetwegen auch Projekten, die nicht mehr deinem höchsten Wohl entsprechen, die nicht hier dieses Feld von Licht und Liebe in der Zukunft aufbauen wollen, die nicht bereit sind, in positiven Gemeinschaften miteinander zu leben und das Leben auf diesem Planeten wieder in Freiheit, Liebe und Würde anzugehen. Diese Leute dürfen doch eigentlich alle gehen, oder? Was bringen uns Menschen, die uns klein machen, kaputt machen oder mit Dingen verbinden, die wir einfach hinter uns lassen wollen? Was bringt es uns in diesem Falle? So, jetzt habe ich den Stapel hier gespalten. Einfach, ich gehe einfach mal mit dem Flow. Ich weiß gerade nicht so genau, warum ich das gemacht habe, aber wir nehmen anscheinend noch eine Karte. Und zwar aus dem Engeltherapie-Orakel heute. Genau. Oh, mir fällt es richtig schwer zu atmen. Es ist richtig anstrengend, diese Informationen gerade zu übermitteln. Nicht, weil das jetzt so eine Riesenbotschaft ist, sondern weil ich sie einfach für so essentiell halte. Weil ich sie für
ja, für notwendig erachte, dass wir jetzt lernen, auch wenn es wirklich schwierig ist und für die meisten Menschen auch vor Weihnachten wirklich schwierig ist. Aber wir dürfen immer wieder verstehen, dass manche Menschen einfach nicht zu unserem Weg in die Zukunft dazugehören und manche Menschen halt auch aus der Vergangenheit bereits stecken geblieben sind. So, jetzt mische ich mir hier einen Wolf, nee, jetzt ziehe ich eine. So, wenn keine rausspringen möchte, dann nach Gefühl mit geschlossenen Augen nehmen wir die hier. Die sagt mediale Fähigkeiten. Du hast die natürliche Fähigkeit, Kontakt mit lieben Verstorbenen aufzunehmen, okay? Gut, also jetzt natürlich zur Weihnachtszeit und vor allen Dingen mit der Sonnenwende morgen, beziehungsweise mit der längsten Nacht des Jahres, ist es vielleicht angebracht, sich noch einmal auch mit Verstorbenen oder mit der Beziehung, die du zu Verstorbenen hattest, zu beschäftigen. Also ich sage jetzt gar nicht, hier soll jetzt jeder irgendwie irgendwelche Anverwandten und Verstorbenen channeln, sondern ich glaube, es geht eher darum, sich auf der Herzensebene nochmal mit Menschen zu verbinden. Vielleicht hattest du nicht die Gelegenheit, Menschen zu sagen, wie sehr du sie liebst. Das hat dir das Herz gebrochen oder du hast Menschen verloren, von denen du geglaubt hast, dass ihre Zeit noch nicht gekommen sei oder mit denen du dein Leben verbringen wolltest und sie sind jetzt nicht mehr da. Ob sie nun wirklich verstorben sind oder nicht, aber vielleicht ist es heute Abend sinnvoll, nochmal in deinem Kopf, in deinem Herzen eine Liste zu erstellen mit all den Menschen, wo du Teile deines Herzens im Laufe der Zeit gelassen hast. Oh, das berührt mich gerade wirklich sehr. Und ich heule ja nun, also ich heule nicht oft vor Leuten. Ich versuche möglichst nie vor Menschen zu weinen, aber gerade treibt es mir tatsächlich die Tränen in die Augen, weil es ist wirklich eine schwierige Aufgabe, die hier vor uns steht. Es ist immer wieder anzuerkennen, was für eine Stärke es bedarf, die eigenen Gefühle zu überleben. Manche Menschen tragen ihre Konflikte körperlich aus, indem sie Krankheiten haben. Manche Menschen tragen ihre Probleme im emotionalen Bereich aus, andere im psychischen Bereich und natürlich hängt alles immer zusammen. Aber natürlich gibt es auch einen Hauptspot, eine Hauptbühne, wo dieses Problem für viele Leute stattfindet. Und an dieser Stelle haben wir wirklich dieses emotionale Gepäck, was hier noch mit uns geht, was jetzt vielleicht gehen darf. Denn die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass viele Menschen nicht bereit sind, den Weg mit uns mitzugehen, dass viele Menschen sich anders verhalten, als wir es uns vielleicht von ihnen gewünscht hätten. Und das Gleiche gilt natürlich auch andersherum. Wir verhalten uns in diesem Falle auch anders, als diese Menschen es vielleicht von uns gedacht hätten. Aber wenn wir dahin wollen, so zu leben, dass wir wirklich glücklich sind mit dem, was wir jeden Tag vor unserer Nase finden, wenn wir dahin wollen, dass wir ein Leben führen, von dem wir uns nicht ablenken oder betäuben müssen, sondern ein Leben, was wirklich so ist, dass du glücklich bist im Alltag, dass du keine Ablenkungen, Suchtstoffe und irgendwelche anderen Anhaftungen brauchst, um damit klarzukommen, sozusagen, dann hast du doch das erreicht, worum es im Leben geht, nämlich glücklich zu sein und zwar so viel wie möglich. Genau. Man sagt es doch auch so, schaffe dir ein Leben, von dem du dich nicht im Urlaub erholen musst. Und so ungefähr könnte man sich das hier auch auf der medialen Ebene vorstellen. Erschaffe dir wirklich ein Umfeld und ein Leben, das dich so nährt, dass du nicht ständig davor weglaufen möchtest oder dass du nicht ständig etwas verändern möchtest, sondern dass du jetzt in dieser Rückzugsphase lernst, deine Vision vom Guten aufzubauen und dann auch ja, jetzt Schritt für Schritt, peu à peu, mit kleinen Schritten deiner Vision einfach näher zu kommen. Und dazu gehört es vielleicht auch, dem einen oder anderen Menschen hinter dir zu lassen, der dein Herz gebrochen hat oder von dem du jetzt schon weißt, dass er dein Herz brechen würde, wenn du diesen Weg weitergehst. Ja, das soll es für heute gewesen sein, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über Likes, Kommentare oder sonstige Dinge. Wir sehen uns dann spätestens morgen früh zur Tagesenergiebotschaft wieder. Vielen Dank für dein Hiersein und bei mir sein. Mach's gut. Bis bald.